So, und herzlich willkommen zurück bei Metro. Erstmal am Anfang, um es laut zu stellen. Der Trottel des Jahres Award geht an mich. Was ich da eingestellt habe, war keine Kantenglättung, sondern das Super Sampling. Und da ich ja dachte, dass das Kantenglättung ist, ganz auf 0,5, was nicht so geil ist, weil es da quasi runtergedownsampled hat. Jetzt steht es quasi auf 0 und es sieht auch ein bisschen schöner aus. Lass dich nicht so weit zurückfahren. Ja, willkommen zurück bei Metro. Jetzt sieht es ein bisschen schöner aus. Ich bin einfach nur ein übelster Vollidiot. Aber das wisst ihr ja schon. Wo bist du? Das war nämlich kein Kantenglättung, sondern Downsampling. Und wenn man da quasi vierfach einträgt, spielt man auf 4K, wenn man Full HD eingestellt hat. Und das frisst nun mal Performance, wenn man nur eine RX 480 hat. Es müsste jetzt ein bisschen besser aussehen. Ich habe mir die Aufnahmen angeguckt, ganz hässlich war es nicht. Aber jetzt doch ein bisschen hübscher, weil es in voller Auflösung ist und nicht. Weil ich hatte 0,5 eingestellt, was halt natürlich genau das Gegenteil bewirkt, rein theoretisch. Also ganz so scheiße sah es jetzt nicht aus. Aber doch merklich hübscher. Als ich mit Burden den verlassenen Tunnel betrat, fragte ich mich, ob es falsch gewesen war, ihm zu vertrauen. Aber die Stationstore waren noch immer geschlossen und es war nicht abzusehen, wann ich sonst da wegkäme. Ja. Klasse, wir sind raus. Jetzt halte deine Augen offen, die Fahrt ist vorüber. Es sind schon viele Typen in diesen Tunnels gestorben, aber wenn wir uns gegenseitig decken, kommen wir durch. Bisschen schwuler Satz. Ach, nur ein einzelner Schleicher. Die greifen nur selten Personengruppen an, aber wenn du alleine bist, musst du aufpassen. Okay. Oh, schön. Seltsame Geräusche. Entweder macht der Boden dieses Geräusch oder der Wind. Ich habe auch Geschichten von singenden Rohren gehört. Wenn du länger zuhörst, kannst du die Stimmen der Toten hören. So ein Quatsch. Hier musst du besonders leise sein. Im zweiten Tunnel muss eine Streckenstrecke sein. Sie dürfen uns nicht mehr. Oh Gott. Muss besonders leise sein, deswegen renne ich. So gefällt mir das endlich mal wieder ein geradliniger. Scheiße, eine Karawane, alle sind tot, den Stil kenne ich, Banditen und die Hanse prahlt, damit sie ausgelöscht zu haben. Halte deine Augen offen, die werden uns nicht einfach so durchlassen. Alarmsystem, alt, aber wirkungsvoll. Wenn du unerwartet ankommen möchtest, solltest du die Dose nicht berühren. Okay. Pass auf, wohin du trittst. Jedes Geräusch ist gefährlich.
Drahtschlinge. Ausgezeichnet, um Linde und Wagemutige zu beseitigen. Du weißt, was du tun musst? Rüberhüpfen, oder? Da gibt es so viel Zeug zum Looten. Sie haben sich verbarrikadiert. Verdammt, wir müssen näher ran. Kannst du die Patrouille erledigen? Na, hätte ich doch mal. Deine Mutter! Muss ich mich direkt schon mal konzentrieren. Na los. Bin ich der Letzte? Nein. Weglooten. Oh. 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 So gefällt mir das doch. Auch verschlossen. Ich bin voll, oder? Getroffen, sagt der Tote oder was? Gibt's denn hier nicht mehr? Na gut, ein bisschen Munition konnte ich ja einheimsen. Die Brücke ist ein übler Ort. Hier der Plan. Du passt auf mich auf und ich auf dich. Wenn wir zusammenarbeiten, schaffen wir es. Spiel nicht den Helden, Junge. Ich bin heute nicht in der Stimmung, getötet zu werden. Ich bin auch ganz selten in der Stimmung zu euch. Hallo. Ach, ich bin. Ach, man kann nur 5. Hätte ich mir das vor uns das Kaufen ja sparen können, ich Idiot. Okay. Letzten Speicherpunkt laden. Hauptsache nicht so weit zurück. Die Brücke ist ein übler Ort. Hier der Plan. Ach. Du passt auf mich auf und ich auf dich. Wenn wir zusammenarbeiten, schaffen wir es. Spiel nicht den Helden, Junge. Ich bin heute nicht in der Stimmung, getötet zu werden. Ja, ich versuche auch nicht da zu sterben. Ich werde versuchen, diesmal drüber zu springen.
Ja. Yeah. Man kann sich über kleine Dinge freuen im Leben. Gasmaske, schnell! Oh, ich hab schon wieder richtig viel. John, ich bin hier, ihr Scheißer! Muss das sein? Scheiße. Ich hätte den Revolver. Das ist, wenn man vor uns dasteht und sich denkt, naja, was könnte ich denn aufrüsten? Ach nee, das geht schon. Dann hast du den ersten Kampf. Und man denkt sich, ja, hätte ich es doch gemacht. Also das Metro Exodus, was dieses Jahr rauskommen soll, was dann sozusagen der dritte Teil ist. Soll hier Open World sein. Und ich bin ja sehr großer Fan von Open World. Geht jetzt nicht lang, da sterbe ich nur. Bin mir halt nicht sicher, ob das überhaupt meine Grafikkarte noch schön darstellen kann. Meine derzeitigen Preisen für Grafikkarten. Was genau wollten wir denn eigentlich? Okay, sie sind jetzt weg. Wir können gehen. Ach so. Habe ich direkt mal alles richtig gemacht. Ich kann ja auch Wurfmesser nehmen, aber ich habe noch keine Ahnung, habe noch nie gefunden, wie man die wirft. Weil ich mag ja Wurfmesser. Weil kann man sie jederzeit wieder rausziehen aus der Wand, wenn man es erreicht oder wenn man Gegner trifft. Also ein bisschen sieht man dem Spiel schon sein Alter an. Okay. Das ist ein Art Molotow-Cocktail. Wahrscheinlich. Ein Einsturz, Mist. Und eine Treppe, wie praktisch. Sieht mir nach einer Falle aus. Scheiß drauf, gehen wir. What? Sieht schon ziemlich scheiße aus, die Typen. Wir sollen immun sein dagegen. Oh, meine Batterie leer.
Gott, hier sieht's besonders kacke aus. Ich sehe es erstmal, wir haben eine Uhr. Na, verdammt. Als wenn Nosalis hinter uns nicht genug wären, stecken wir auf einem beschissenen Friedhof fest. Adjon, durchsuche die Leichen und versuche uns hier rauszubringen. Rückblick? Entschuldigung, ah naja, was sei schon toll. Rostiges Stück Scheiße. Komm schon, öffne dich. Adjon, ich habe das Gefühl, dass hier irgendwas nicht stimmt. Denk an unsere Abmachung. Ich zähle auf dich, Junge. Komm schon. Braves Gitter. Ich verspreche dir, mein Liebes, ich komme wieder und schmiere dich. Du bekommst auch neue Farbe. Oh, große Tür. Ich höre, du rufst mich. Ups. Was? Wie denn? Ach, ich bin falsch gelaufen gerade. Oder wie? Also nochmal alles. Alles muss man ja nicht verstehen. Ich habe das Gefühl, dass hier irgendwas nicht stimmt. Denk an unsere Abmachung. Ich zähle auf dich, Junge. Komm schon. Braves Gitter. Ich verspreche dir, mein Liebes, ich komme wieder und schmiere dich. Du bekommst auch neue Farbe. Oh, große Tür. Ich höre, du rufst mich. Ich hab die Gasmaske aber auf, oder? Ich höre dich. Ja, ja, ja. Immer, immer. Oh ja. Jetzt bin ich glücklich. Deine Lieder sind herrlich. Sing weiter. Sing nur für mich. What? Was zum Teufel ist mit mir geschehen? Artyom, hast du diese Lieder gehört? Boah, das wünsche ich keinem Feind. War schon ein bisschen weird gerade. Hat mir eigentlich irgendwo eine Health-Anzeige? Weil ich habe ja Medikits. Geh mal weg. Oh. Keine Ahnung, was ich gerade eingesammelt habe, aber wird schon irgendwas Geiles gewesen sein. Hoffe ich mal. Ich bin nicht runtergefallen, was mich ein bisschen stutzig macht. Also jetzt kriegt man wirklich gut Munition. Ich habe mich, glaube ich, richtig entschieden.
Und hier ist der Markt. Bleibe ruhig. Onkel Bourbon bringt uns schon rein. Gegen diese Mutanten, das ist schon geiler mit der Schrotflinte. Hey, Leute! Aufmachen! Lasst eure zweibeinigen Brüder keinen unnötigen Tod sterben! Seid ihr taub da drin? Wir müssen hundertprozentig da drüben rein. Das Schicksal ist auf unserer Seite. Gebt mir Deckung, Jungs! Gebt mir Deckung! Magazin leer! Lade nach! Gott. Diese Typen verstehen keinen Spaß. Trüben nicht meine Augen? Mörmen, alter Freund, bist du das? Kennt er den auch noch? Du hast aufgegeben, dich lebendig wiederzusehen. Simon, schau, wer den Losalis aufgeschreckt hat. Gott verdammt, jetzt sind wir in die Scheiße getreten. Hey, Michalic, was für ein Zufall. Ich wollte dich besuchen kommen. Habt ihr das gehört, Jungs? Holt die guten Terror raus. Mörmen kommt zu Besuch. Okay. Wir haben eine kleine Aufgabe zu erledigen. Dann sind wir wieder da. Du erinnerst dich, wo du auf mich warten solltest? Ja, tue ich. Sicher? Ich kann dir helfen, dich zu erinnern. Du hast mich verstanden, oder? Absolut. Hallo. Das ist meine Tür, du meine Fresse. So einen Markt hatte ich noch nie gesehen. Man konnte fast alles kaufen. Aber Bourbon schuldete den Wachen der Hanse Geld und wollte schnell weg. Oh, ich würde sagen, wir machen mal einen kleinen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.